ich dann irgendwann mal aufkämmen. Okay. Das ist wirklich nervig, weil du musst ziemlich viel fahren. Sonde gestartet. Bei Forschungsprojekten wird Platin für Upgrades von Präzisionsgewehren, Schrotflinten und medizinischer Ausstattung benötigt. Kannst eine ganze Menge sammeln. Du musst jetzt den Scanner dann später noch verbessern und alles. Du kriegst ein bisschen mehr Ausbeute und findest Sonde schneller gestartet. Die Sachen. Egal, wie gesagt, mache ich dann irgendwann mal aufkehren. Aber jetzt gucken wir mal, wo die SR1 abgestürzt ist. Ich habe eine Anomalie. Warte, flieg mal hin. Mach mal ein bisschen Action hier, ein bisschen Party oder so. Gibt's hier nicht. Wie gesagt, nur Erinnerung. Oh. Die Scanner haben etwas gefunden. Starte Sonde. Landen. Bei der Normandy. So, hier kann man jetzt eigentlich nur Dienstmarken sammeln und dann am Ende, wenn du alle gefunden hast, ein Denkmal aufstellen. Okay. Das kannst du aber auch so machen. Weil ich noch eine. Hier sind wir also abgeschossen worden. Gestorben sind wir hier auch. Das Denkmal stellen. Oh, ein Denkmal hat er gestellt. Schön. Ja. Sehr schön sieht das aus, sehr schön. Ja, ne? Da wird man ja ganz schön viele Männer und Frauen verloren hat. Das ist kein wirklicher Trost. Ist noch eine Dienstmarke. Und wir werden doch wohl alle finden. Hier können wir auch noch rein. Meine Erinnerung. Oh. Schön. Guten Abend. Ah, ich hab da hinten nicht noch eine. Ja.
Ah ja, das ist ein bisschen doof, aber man sieht da mal, die Absturzstelle der SR1. Zero. Zero. Brauche ich noch jede Menge. Wovon? Von den Elementen. Du brauchst noch jede Menge? Element Zero. Was? Zero? Wofür ist denn das? Für Waffen? Brauche ich für Upgrades, ja. Okay. Zero ist selten. Obwohl, es gibt manche Planeten, da findest du eine Menge, aber die sind eher selten, trotzdem selten, ne? Halt. Okay. Deswegen am besten immer genau umschauen, man findet immer mal noch ein paar Kleinigkeiten. Nochmal das Element Zero. Da schon drin? Oh, ne, da war ich glaube ich auch noch nicht drin. Ne, da liegt noch eine Dienstmarke drin. Von 20, also 6 Stück fehlen mir noch. Ja, die kriegst du doch auch noch zusammen, die 6 Stück. So. 5 noch. Wo habt ihr euch versteckt? Komm. Komm raus, kommt raus. Noch eine. Der Panzer. Im ersten Teil. Aber mit dem hat man viel Spaß. Oh, da oben liegt noch mein N7-Helm, ne? Das ist gut. Dein, was liegt da? Mein alter Helm. Ach, dein alter Helm. Auch gut. Da liegt mein Helm. Oh. Shepards verlorener M7-Helm wurde sichergestellt. Auch gut. Da kannst du erstmal deinen eigenen Helm sammeln. Deinen alten, in dem du gestorben bist. Ja. Da fängt vielleicht noch ein paar alte Hautritzen dran, ja. Das ist das wahrscheinlich, was in meinem Gesicht fehlt. Ja, wahrscheinlich. konnten sie nicht mehr ersetzen. Jetzt kann ich mein Gesicht wiederherstellen lassen. Alles aus dem ersten Teil. Ah, also da liegt noch eine Marke rum. Viel fehlen jetzt noch. Es können nicht mehr so viele sein. 2 noch. Noch eine. Das hier mit dem Panzer. Eine fehlt mir noch. Mit dem Panzer hatte ich viel Spaß. Echt? Ja, die Bodenmission war damit lustiger. Okay. Aber hier gibt es auch ein nettes Vehikel. Das fehlt mir nur eine Marke. Wo ist die? Ja, wo ist jetzt die eine Marke, ne? Wo ist die letzte Marke? Komm schon, wo ist die letzte Marke?
macht mir die Haie, wenn einem fast die Augen zufallen. Ah, komm, passiert manchmal, ne? Ja, trotzdem weiß ich, wo sich gerade die letzte Marke versteckt. Na, go, André, das schaffst du. Glaub an dich. Kaka! Soweit habe ich alles gefunden und gesehen. Mir fehlt nur noch die letzte Marke. Da hinten liegt sie, glaube ich. Ja. Ach, da war nochmal ein Flashback, den ich verpasst habe. Den wichtigsten. Und alle Dienstmarken gesammelt. Na gut, dann kann ich zurück. Hier ist R2. Darauf, dass ich die nicht auch noch versenke. Könnte passieren, ne? Aber sowas von. Könnte passieren. So. Bis zu der Post. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Gefunden habe. Daten über die Absturzstelle der Normandy, ja. Von Daniel. Assistenten. Also jetzt mal gucken, ob wir jetzt mal mehr Action finden. Wir könnten Jack befreien. Die Mission hat viel Action. Projekt Overlord ist auch ganz lustig. Den Krogana. Meister Diebin. Ich werde dafür Jack zu holen. Die ist ganz schön. Das ist Charakter, der ist was für dich. Ich kenne die ganzen Charaktere gar nicht. Die Ladezeiten, die sind immer. Ein Spiel schon so alt ist. Hier auf jeden Fall den mit. Noch mit. Ach ja, das ist immer so eine Sache, ne? Wen nimmt man mit? Weiß ich nicht, wen man mitnimmt. Ich hab schon wieder. Hier Kryo-Munition mal lernen. Dann habe ich noch eine zweite Munition. Wie viele kann man denn mitnehmen? Zwei immer. Okay. Die kann ich erstmal hier durchskillen. Auch mal blum, zack. Bums. Auf ins Gefängnis. So. Gehen wir mal nett Hallo sagen, ne? Nett anklopfen mit Raketenwerfer. Willkommen auf der Purgatory, Shepard.
Ihr Paket wird vorbereitet und Sie werden es in Kürze erhalten. Es handelt sich hier um ein Hochsicherheitsschiff. Daher müssen Sie Ihre Waffen abgeben, bevor wir weitermachen. Was? Nein. Das werde ich nicht tun. Alles weggetreten. Commander, ich bin Direktor Carroll und das ist mein Schiff. Sie erhalten die Waffen zurück, bevor Sie das Schiff verlassen. Bitte verstehen Sie, das ist unser Standardverfahren. Und mein Standardverfahren ist, die Waffen niemals abzugeben. Lassen Sie sie durch. Unsere Einrichtung ist sicher genug, um mit drei bewaffneten Gästen zurechtzukommen. Ach ja? Wir wollen mal sehen, ob die wirklich sicher genug ist. Sobald die finanzielle Seite geklärt ist, können Sie aufbrechen. Folgen Sie mir bitte wegen der Übergabe zur Entlassungsstelle, Commander. Gehen wir. Zellenblock 2. Wie Sie sehen, halten wir die Population unter strikter Kontrolle. Jede Zelle ist eine eigenständige modulare Einheit. Ich habe zum Beweis mal ein paar durch die Luftschleusen geblasen. Das Schiff besteht aus 30 Zellblöcken wie diesem hier. Bei uns leben Tausende von Verbrechern. Wir können in kürzester Zeit die gesamte Anlage abriegeln. Mhm. Hier geht nie etwas schief. Können Sie mir etwas über Jack erzählen? Hat Cerberus Ihnen nichts gesagt? Jack ist die übelste Mischung aus Gewalt und Hass, die mir je begegnet ist. Gefährlich, verrückt und sehr mächtig. Sie werden es noch früh genug selber sehen. Wie sind Sie zum Direktor dieses Schiffes geworden? Ich war Gesetzeshüter auf Perlaven und hatte es satt, dass Verbrecher in die Galaxie geflohen sind, um dort weiter ihre Untaten zu verüben. Kopfgeldjäger sind einfach nicht verlässlich. Sie heuern lediglich die Falschen an. Irgendwann kam mir dann die Idee, wenn die Verbrecher im Weltraum bleiben, wird die ganze Galaxie sicherer. Sie machen das also, weil Sie es für nötig halten? Für Geld macht er das. Jeden Tag sehe ich die schlimmsten Auswüchse. Ja, natürlich macht er das für Geld. Glaubst du, da macht man alles ohne irgendwelchen Nutzen? Jemand musste sich erheben und für die Sicherheit in der Galaxie sorgen. Eine so große Population im Weltraum zu versorgen, ist sicher nicht billig. Wir können an Ecken einsparen, die Regierung nicht mal kennt. Und jeder Gefangene bringt zudem eine Gebühr, die sein Heimatplanet bezahlt. Diese Leute sind gewalttätig. Und ihre Heimatplaneten lassen es sich etwas kosten, dass wir sie hier behalten. Und wenn sie nicht zahlen? Was geschieht, wenn der Heimatplanet die Zahlung verweigert? Wir erklären, dass wir den Gefangenen ohne diese Hilfe nicht länger verwahren können und dazu gezwungen sind, ihn auf seinem Heimatplaneten freizulassen. Genauer Ort und Zeit können nicht genannt werden. Also eine Art Schutzgelderpressung. Sie müssen meinen Methoden nicht zustimmen, aber Sie sollten meine Beweggründe nicht in Zweifel ziehen. Das sind verabscheuungswürdige Leute. Und ich halte sie unter Verschluss. Dann gehen wir mal weiter. Machen wir weiter. Gab es schon mal Fluchtversuche? Wir sind im Weltraum. Sie können nirgends hin, das wissen Sie. Dennoch lassen wir höchste Vorsicht walten. Schließlich handelt es sich um gefährliche Individuen. Wir haben viele Möglichkeiten, die Population zu kontrollieren. Ich lasse mir bestätigen, dass die Bezahlung durch Cerberus erfolgt ist. Die Entlassungsstelle ist einfach hier die Halle runter. Gehen Sie einfach an den Verhörzimmern und dem Supermax-Flügel vorbei. Mhm. Ja. Ich stoße später zu Ihnen, Shepard. Dann wollen wir mal. Niemand bleibt von Folter unberührt. Weder der Gefolterte noch der Folterer. Ich selbst war nie der Ansicht, dass Folter die Mühe wert ist. Kann ich etwas für Sie tun? Es gibt keine Entschuldigung dafür, einen Gefangenen zu schlagen, der sich nicht wehren kann. Das ist eine sanfte Massage, verglichen mit dem, was seine Opfer durchmachen mussten. Das erniedrigt Sie ebenso wie ihn. Wir haben Befehle. Sind Sie nicht wichtig genug, um eigene Entscheidungen zu treffen? Ich gebe zu, manchmal habe ich das alles satt. Erfahren wir dadurch wirklich etwas Nützliches? Hören Sie damit auf, in Ihrem eigenen Interesse. Ja, Sie haben recht. Lassen Sie ihn. Zumindest für den Moment.
Oh ja, yeah, Vorbildhandlung. Hey, hey, Leute hier drüben! Was Vorbilder? Mein Gott, immer mit Prügel androhen und all so ein Kram, das ist doch gut, kaufen, oder nicht? Wie wär's dann? Nicht? Ja. Nein? Ja. Nein. Mir ist egal, ob ich mich hinbringe oder was. So eigentlich die falsche Methode. Man kann doch auch reden, man kann doch auch über sein Problem einfach reden. Jack? Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Mit Ihnen gehe ich nirgendwo hin. Ich dachte, das hier wäre ein Gefängnis und kein Markt. Manche Leute kaufen Gefangene, weil sie selbst mal jemanden bestrafen wollen, wenn sie verstehen. Der Direktor verkauft uns an jeden, der genug bezahlt. Warum wird dieser Gefangene verhört? Weiß er irgendwas? Nein, das ist Bimmy, der weiß überhaupt nichts. Gestern hat er in den Duschen einen umgelegt, glaube ich. Das Opfer war für den Direktor eine Menge Kohle wert. In Bimmys Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Sie nehmen ihn ziemlich hart ran. Wird da nicht auch mal ein Gefangener versehentlich umgebracht? Davon habe ich noch nie gehört. Wenn wir tot sind, kann der Direktor kein Geld mehr mit uns verdienen. Eins ist witzig. Je mehr ein Wachmann prügelt, desto bösartiger wird er. Deshalb gibt es ein Rotationsverfahren. Weshalb sind Sie hier? Ich habe ein paar Leute umgelegt. Aber nur 20 oder so. Und ich habe einen Standort in die Luft gejagt. Achso, ich habe ein paar Leute umgebracht. Nur 20 oder so. Kleinigkeiten. Anderen hier. Ja, ist auch nix, mein Gott. Erzählen Sie mir mehr über Jack. Alter, warst du da schon morgens vom Aufstehen? Ja, natürlich. Ich stehe auf und dann, da habe ich schon 20 Leute umgebracht. Mehr sage ich dazu nicht. Wie ist das hier drin? Ziemlich übel. Und du musst höllisch aufpassen. Verdammt, irgendeiner ist immer hinter deinen Sachen her. Deinen Zigaretten, deinen Klamotten, deinem Stolz. Deinem Stolz. Ich weiß, was damit gemeint ist. Ich muss jetzt gehen. Ihh, er hat seit 3 Monaten nicht mehr geduscht. Ist er so ist ja fast so wie bei uns, André. Ich höre schon gar die Schreie in meinem Kopf. Was? Ich war noch nie duschen, meinem ganzen Leben noch nicht. Ich weiß gar nicht, was Wasser ist. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. So, ja. Zur Entlassung durch die Tür auf der anderen Seite des Raums. Ja. Gut. Dann wollen wir mal Jack holen. Tut mir leid, Sherlock. Ja, dann hol mal Jack. Aber als Gefangener sind Sie wertvoller als Kunde. Jack ist. Ich kenne Jack ja nicht. Lassen Sie die Waffen fallen und begeben Sie sich in diese offene Zelle. Ihnen wird nichts geschehen. Was zur Hölle? Nein, ich gehe nicht in die Zelle. Bist du doof? Und ich bringe Sie sogar selbst hin. Systeme aktivieren. Bestätige! War klar, dass der Typ mich reinlegt. Oh, jetzt wird er ins Gefängnis gesteckt. Oh. Ja, jetzt beginnt die Ballerei. Oh, jetzt beginnt die Ballerei. Jetzt auch immer Ballerei. Ja, ich hab schon die erste Waffe wieder leer geballert. Ich mag die Klasse nicht. Ich bin dabei. Warum nicht? Ja, weil die immer so wenig Munition hat. Okay. Verstärkung zur Entlassungsstelle. Schäfer soll. Wow. Haben wir jetzt alle? Nein. Jetzt alle. Jetzt haben wir alle. Gehen Sie vor. Alles klar. Ah, da kommt noch mehr, da kommt noch mehr. Ich hab euch gesehen. Feinde! Weißt du, als Soldat hättest du jetzt wenigstens Granaten oder so. Oh. Und Sturmgewehr und alles. Das macht viel mehr Spaß. Da hast du bekommen nur normale Pistolen mit dem jetzt. Ja, Pistolen und Scharfschützengewehr. Oh. Aber nur 10 Schuss. Reicht doch. Ah, wird manchmal ein bisschen mehr sein. Bestätige. Naja, aber als Scharfschütze muss jeder Schuss sitzen. Ne? Aber ich meine, du verballerst ja die Hälfte deiner Munition ja immer lieber. Das ist ja normal bei dir. Jetzt kriegst du gleich Jack zu sehen. Der kriegt gleich Jack zu sehen. Oh, jetzt kommst du Jack zu sehen. Shepard, wenn Sie sich in die Kontrolltafel einhacken, öffnet sich jede Tür im ganzen Zellenblock. Es ist der einzige Weg. Ich mach schon. Bereithalten.
Das ist Jack? Wir müssen da runter. Das ist Jack. Es geht nochmal jeder auf Toilette und dann reiten wir los. Warnung. Sie greifen Jack an. Ah, und David, ist sie nichts für dich? Doch, die ist gut, die will ich haben. Die ist krass drauf. Das ist wertvoll. Die will ich haben. Die hat auch ein ganz schön loses Mundwerk. Das ist egal. Die geht ab. Die hat Feuer im Hintern. Oh ja, den hat, das hat sie wirklich. Die geht ab. Guck mal, die hier über Löcher reinreißt, ey. Und die ganze Basis hier auseinander. Alter. Oh, ist echt krank. Nein, das ist ein Sicherheitsmech. Oh Mann, ich hasse diese Sicherheitsdrohnen. Aber die sind lustig, wenn man denen den Kopf wegschießt. Echt? Ja, dann explodieren sie wie so eine Atomexplosion. Direkt hinter ihnen. Schon unter. Shepard, der Direktor hat den Bereich hinter ihnen abgeriegelt. Sie brauchen. Hey, hey. Oh, ich hasse ihn, ich hasse ihn. Okay. Das geht gleich hoch, oh, schade. Ich bin bei Ihnen. Ist ja, guck mal, fast die ganze Scharfschussmunition verbraucht. Warnung. Kraftwerkschaden führt zu Überlastung. Kernsystemausfall steht unmittelbar bevor. Ja, falsche Klasse ausgesucht. Mit improvisierten Waffen überrannt. Ja, dann nehmen wir was, was ich noch nicht gespielt habe. Das zeigt doch, was für Typen diese gefangen. Oh, na, das weiß ich noch nicht. Dann ich bin nicht mit allem einverstanden, was hier geschieht, aber es ist zum Besten. Muss ich damit jetzt wirklich kommen? Okay. Diese Wache hat Irre von Unschuldigen ferngehalten. Ja, muss ich. Das muss ich jetzt. Wenn wir jetzt durchbeißen. Richtig. Ich dann am dritten kann ich ja die Klasse dann nochmal wechseln. Okay. Im dritten Teil. Aber bis dahin muss ich jetzt da durch. 7 und 8. Nehmt Deckung. Verstanden. Ich hasse euch. Ja. Macht sie fertig! Betäubungsschuss ab! Und so alle? Ich bin dabei! Gehen Sie vor! Ist er dabei? Gut. Hülle beschädigt. Hülle beschädigt. 14 und 30. Keine Überlebenden. Hab dich! Ja, schon unterwegs! Wieder welche. Ich hab nicht mehr. Oh. Wenigstens kann ich mich unsichtbar machen. Ja, das ist doch schon mal gut, oder nicht? Kannst du dich auch von hinten anschleichen und dann da die aus dem Hinterhalt irgendwie? Eigentlich bestimmt, aber. Ist noch nicht. Bin noch relativ am Anfang vom Spiel, davon mal ab. Oh. Hab ich sie jetzt alle? Ich mach die Typen ja alle nicht. Kommt noch mehr. Junge, 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 habt ihr nichts zu tun? Oh, wow, 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 wo kommt ihr denn alle her? Ist doch ein Sicherheitsdruide. Verdammt.
ist auch noch so ein Centurio. Mein Gott, nee. Alter, das geht kaputt, du blödes Vieh. Was mit der Munition? André unter Bedrängnis. ja, für mich wirklich ein bisschen in Bedrängnis. Greife Ziel an! Einfach die Munition fehlt. Ah ja, sind wir Munition sammeln hier.